Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Far Cry 5. Unser Charakter halluziniert gerade so ein bisschen im Helikopter. Ich frage mich so ein bisschen warum. Aber im Helikopter ist es eigentlich ein bisschen ungünstig, wenn man halluziniert. Insofern hoffe ich, dass das nur eine sehr, sehr kurze Phase gerade war. Aber er sieht immer noch so ein bisschen verschwommen. Ja, also ganz vertrauen würde ich unserem Hauptcharakter hier gerade nicht. Was ist denn los mit dem? Okay, wir haben ein weiteres Gebiet entdeckt und dann schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Bowshaw Manor. Oh, Sektenverfolgung. Ah, ich verstehe. Das ist so ein bisschen wie wenn man gezeichnet wird. Erreiche die Vaterstatue. Da fliege ich aber trotzdem mal gerade hin. Ja, nur werden wir hier irgendwie von einer Art Dingens, auf jeden Fall, es passiert etwas Komisches mit uns. Gott, wie hakelig die Steuerung ist. Moment. Jawohl, mit Maus und Tastatur geht es ja viel besser zu zielen als mit dem Controller. Mit dem Controller bist du halt direkt zack, zack, zack. Rechts, links, oben, unten und weg. Also solange wir noch nicht gekillt werden, können wir hier einfach mal weiterfliegen. Na, Moment, da sind zwar Geiseln, aber ich fliege trotzdem mal gerade weiter. Jawohl, weg mit der Statue! Hab ich doch. Ich habe keine unschuldigen Zivilisten getötet. Ich zerstöre die Statue. Okay, können wir jetzt sicher landen oder? Noch nicht ganz. Mann, die sind alle hinter uns her. Gut, ich versuche jetzt einfach mal die Statue zu betreten. Ich glaube, es ist unumgänglich, dass wir hier gleich erstmals zu Faith kommen. So, ich steig aus. Ich versuche natürlich trotzdem die Statue zu betreten, klar.
Im Moment, welche Hebel? Ach, hallo. Augen nach oben. Da kommen ein paar Helis auf dich zu. Oh mein Gott. Ja, danke für die Warnung. Ein bisschen Hilfe wäre auch ganz gut. Okay, sie hat von ein paar Helis gesprochen. Nein, 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 wechsel doch nicht zum Raketenwerfer. Oh Gott. Oh nein. Mir werden noch mehr Hubschrauber gemeldet. Bleib wachsam. Oh Mann, das ist nicht gut. Ich weiß, was du getan hast. Und ich weiß, was du jetzt tust. Ich bin nicht wütend. Nur enttäuscht. Meine Leute kommen und werden dir zeigen, wie sehr. Okay, ich muss ehrlich zugeben, bedroht fühle ich mich schon von ihm. Komm, wo ist der Helikopter? Wahrscheinlich wird er erst getriggert, sobald ich hier gezogen habe. Mist. Schnell den Raketenwerfer nachladen. Josephs Vision. Ein mächtiger Aufruhr wird die Nationen der Menschen erzittern lassen. Blut wird die Erde tränken und die Schreie der Gerichteten werden sich erheben zu einem Chor der Qualen. Das Schwert der Rechtschaffenheit wird die Herde ausdünnen und die Zweifler zerschmettern. Und aus der Asche dieser großen Auslöschung sollst du deine Familie führen, auf dass sie wieder zu den Engeln werden, die sie einst waren. Okay. Wenn's nichts weiter ist. Spricht eigentlich alles dafür, dass hier noch viel mehr Hubschrauber kommen. Hier oben eigentlich die ganze Zeit. Oh, ganz kurz. Mann, kurz durchschnaufen. Haben wir die Mission abgeschlossen. Was hast du getan? Seine Worte. Hast du eine Ahnung, was er mir antun wird?
Jawohl, ab geht's mit dem Wingsuit. Schön. Joseph Seed wird sich in die Hose machen. Und Faith kriegt Hitzeballon. Die wird sich für das verbrannte Buch und die kaputte Statue verantworten müssen. Super Aktion. Finde ich auch. Auf jeden Fall nicht allzu schlecht. Moment, kann ich mit dem Wingsuit sogar bis zum Gefängnis? Okay, komplett falsche Richtung. Komplett falsche Richtung. Oh Mann. Aber ich könnte zu Ray Rays Kürbis farmen. Da ist sogar noch ein Silo. Moment. Also mit dem Wingsuit zu fliegen ist aber auch echt entspannt, ne? Okay, Verbündeter. Okay, das müsste eigentlich das Gebiet von John sein, ne? Okay, hier haben wir ein Silo. Wie sieht es eigentlich mit diesem Gebiet aus? Haben wir hier alles gemacht? Noch nicht das gesamte Eigentum der Sekte kaputt gemacht. Okay. Ja, der Vollständigkeit halber könnten wir das mal machen. Zum Teufel ist das... Hilfe! Schade. Hört mich jemand! Könnt ihr euch bitte beruhigen? Du hast das Werk des Herrn verrichtet. Was ist denn los mit... Alter, Leute, ist das euer Ernst? Leute, ich hab... Oh Gott. Okay, das ist wieder so ein Punkt, da muss... nochmal dran gearbeitet werden. Der Widerstand regt sich auf, dass ich hier ein Silo zerschießen will. So wird's dir gedankt, ne? Ja, ich würde eigentlich noch mal ganz kurz gerne auf die Insel zurückgehen und mal gucken, wie das denn so ausschaut. Ah, wir können ein bisschen noch angeln, ne? Ha! Und ich würde gerne noch mal ein bisschen schauen, wo denn dieses letzte verbleibende Sekten-Dingens hier ist. Das Sekteneigentum. Ja, so groß ist die Insel ja eh nicht. Hätte er in der Zwischenzeit aber auch schon mal selbst machen können, ne, der Typ hier. Aha. Hier schaut. Nach Lehrbuch. Mom, Mona vertraut auf mich, dass ich auf sie aufpasse. Ihr Dad ist wirklich der Sekte beigetreten. Sie fühlt sich nicht mehr sicher und wir wollen euch nicht in Gefahr bringen. Wir hauen ab. Ich wollte mir Garretts Truck ausleihen, aber am Silver Lake wimmelt es nur so von Peggys. Wir haben im Wald einen festgefahrenen Erntetruck der Sekte gefunden. Da drin wird uns keiner vermuten, wir bleiben da über Nacht. Der ist voll bepackt mit Essen und erbeuteten Vorräten. Wer weiß, vielleicht ist da auch Zeug von uns dabei. Ich melde mich, wenn wir nicht mehr von Irren umgeben sind. Jack. Ja, da danke nochmal für den Tipp, dass man hier die Schalter umlegen kann. Oh nein. Aber es ist nur eine Person. Es muss nicht Jack sein. Leidensgeschichte.
Aber bitte sagt Papa nichts. Ich verstehe nicht, wie er auf diesen arschgesichtigen Vater Joseph hören kann. Schließt er sich jetzt mit diesen Erntegruppen an, um was zu tun? Gegen unsere Nachbarn zu kämpfen? Jack und ich sind in dieser Ranger-Station, wo er letztes Jahr gearbeitet hat. Uns geht's gut. Wir werden abhauen und heiraten und ein echtes Leben beginnen. Ach, das ist von Mona, okay. Ja, weil das war jetzt ein Perspektivwechsel. Ja, bewaffnete Leute von Eden's Gate, soweit das Auge reicht. Bitte pass auf dich auf und versuche, Papa zu Verstand zu bringen. Hab dich lieb, Mona. Naja, ich würde die Mutter in so einer Situation ja eigentlich nicht alleine lassen. Aber ich bin ja wahrscheinlich auch kein Experte. Zählt es als Sekteneigentum? Kann ich das kaputt machen? Nö. Also es zählt nicht als Sekteneigentum und ich kann es scheinbar auch nicht kaputt machen. Aha, was haben wir hier noch? Aha, Grubmans Haus ist eine richtige Festung. Wenn ich Hilfe benötige, würde ich dahin gehen. Sieh dort mal vorbei. Vielleicht können Sie Unterstützung brauchen. Danke für den Tipp. Herc Grubman Senior. Wo ist der denn? Ahoi! Ah. Hey, amigos! Hey, amigos! Ich bin's, Herc! Herc oder vielleicht Hurk? Ich wüsste schon gerne, wo ich die Insel jetzt endgültig befreien kann. Ich habe gehört, was sie diesen Wölfen unten an der Elkjaw Lodge antun. Sie verwandeln sie da in diese Judges. Jemand muss sie aufhalten. Okay, das ist rund einen Kilometer entfernt. Da gehen wir nochmal schnell zum Sektenschrein. Ach da, hallo. Was zum? Zum Teufel damit! Wehe, der fängt jetzt an. Okay, gut. Ich dachte, der fängt jetzt auch an, auf mich zu schießen. Hatte immerhin die richtige Richtung raus, also viel kann man ihm nicht vorwerfen. Ich richte dir von Joseph oder ich richte Joseph von dir einen Gruß aus. Der Moment, wenn dein Scharfschützengewehr explosiver ist als Dynamit. Dann weißt du, du hast ein extrem gutes Scharfschützengewehr. So, das können wir herstellen. Ja, also Crafting hätte es eigentlich nicht gebraucht. Da hätte es auch Kohle getan, also Geld. Aber gut, dann machen wir es halt so. Und da habe ich die ganze Zeit einen Pfeil. Wenn ich jetzt wegschaue. Ach hier, hi. Im Wald, wo Mabel die Tiere ausstopft, soll ein Puma frei herumlaufen. Würde mich nicht wundern, wenn die irre alte Dame ihn auf die Peggy-Jagd abgerichtet hätte. Oh, fuck! Mach's gut, Deputy. Fälschte Experimente haben ihre Gefangenen zu hirnlosen Arbeitsdrohnen gemacht, die alles tun. Ja, das merke ich. Also, ganz ehrlich, das hat schon Parallelen zu Walking Dead einfach. Das muss man halt schon mal sagen. Ich fühle mich schon nicht sehr wohl in meiner Haut, wenn ich gegen die kämpfe.
Oh, okay. Reisen wir nochmal schnell ins Gefängnis. Dann sind wir direkt wieder zurück. Ja, wobei, wenn wir jetzt weitermachen, dann würden wir... Komm zu uns, wir zeigen dir den Weg zu einem neuen Eden. Wir werden ja wahrscheinlich eh sofort abgeholt von ihr. Wenn wir uns hier reintrauen. Insofern, ich gehe nochmal woanders hin. So, ich gehe jetzt mal hier hin. Und ich versuche mal ein wenig noch mit dem Heli die gesamte Region zu überfliegen. Und mal gucken, ob wir auf die Schnelle noch was machen können. Ich möchte jetzt halt noch nicht so eine neue Story-Mission anfangen mit einer ausgefeilten Zwischensequenz und so. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Nick? Ist Nick am Start? Warum ist er immer wieder weg? Ich verstehe es nicht. Nick, bleib doch mal bei uns. So, Helikopter. Da haben wir ja unseren Heli. Pilotenass-Heli. Gibt es da noch bessere? Oh ja, sieht so aus. Der Airbuzzer. Foxfly. Der hier scheint noch mal krasser zu sein. Der Tulip. So, ab zum Heli. So, und ich wähle mir auch mal ganz kurz einen Wegpunkt aus. Hier waren wir noch nicht. Wegpunkt setzen. Diese gesamte Gegend auch von oben zu sehen, ist halt echt schön. Ich kann es kaum erwarten, dass dieses Kapitel in der Geschichte Montanas abgeschlossen ist. Ja, aber es kann ruhig auch ein paar Stündchen andauern noch, Nick. Also, das... Da wäre ich schon für, dass wir noch ein Weilchen hier in der Stadt bleiben oder in diesem Gebiet, in dieser Region. Aha, was haben wir hier hinten? Hier wieder nur einer, der irgendeinen Tipp hat. Harris House. Oder Harris House. Okay, das Gebiet wird mir aber auch so gerade nicht auf der Karte markiert, als das hast du schon besucht. Meine Oma hat mir das Schießen beigebracht. Ich war viel zu jung. Ich warte, bis mein Kind mindestens 5 ist. Das Schießen oder das Fliegen mit 5? Eigentlich beides schlimm, ne? Also ich würde niemals mit 5 Jahren erstens eine Waffe in die Hand drücken und zweitens ihn schießen lassen, ihn fliegen lassen. So, beides nicht. Hier im Süden könnte es natürlich auch noch was geben. Ja, ich möchte schon das letzte Silo jetzt noch finden. Oder ein Schrein oder was auch immer. Das wäre schon der letzte Schrein. Oh, oder vielleicht auch ein Prepper-Versteck. Was ist die ganze Scheiße, mit der wir zu tun haben? Verbündete oder Feinde? Feinde. Okay, Heli mit Maus und Tastatur fliegen ist auch nicht schlecht. An der Tastatur muss man übrigens nicht die Taste gedrückt halten, sondern man kann auch einfach nur auf E drücken und man verlässt in dem Fall den Helikopter. Aber Nix Spruch war auch gut. Das war auch keine höhere Gewalt, sehr gut. Ehe hier ein Unfall passiert. Okay, was haben wir hier Schönes? Mr. Strickland, alles ist aufgebaut, wenn die Sekte ihre Farm angreift.
Sagen Sie Bescheid und ich nehme die Seilrutsche bis ganz runter zum Versteck und helfe Ihnen aus. Wir müssen einander den Rücken frei halten. Dem folgen wir selbstverständlich und wir schauen uns mal um, was die Leute uns so hinterlassen haben. Okay, die Seilrutsche müssen wir da noch höher. Ah ne, hier. Hallöchen. Ach, es sind mehrere Seilrutschen. Ich habe mich für einen Moment gewundert, okay, der Zielpunkt zeigt ganz woanders hin. Übrigens, ich mache mal den Wegpunkt gerade weg. Oh nein, 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 nein. Oh. Ich dachte, ich müsste es selbst drücken, damit ich nochmal einhake. Und dann hat er automatisch eingehakt und dann... Na. Es waren jetzt schon 2 Folgen oder so, wo ich nicht blöd gestorben bin. Und jetzt... Na, egal. Ach komm. Einmal unnötigerweise gedrückt. Vor allem gehen, ne? Drücken Sie Leertaste zum Gehen. Hochspannung. Oh, schön. Ich bin nicht so der Prepper wie die anderen aus der Gegend, aber ich komme schon zurecht. Sauber. Alter. Hoho. Ohne Mist, dieses Scharfschützengewehr. Es ist verrückt. Oh, tut mir leid, Mate. Sorry, dass du das mit anschauen musstest. So, ich muss irgendwas aus dem Inventar rausschmeißen. Warum ist mein Inventar die ganze Zeit voll? Da wäre doch der Vorteil perfekt, dass man... Na schade, jetzt wollte ich das größere Inventar nehmen. Aber wir haben nur 4 Punkte und wir bräuchten mehr. Okay, damit haben wir ein weiteres Prepper-Versteck geschafft. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Möglichkeit, wenn man ein bisschen aufpasst, zum Beispiel beim Wespennest, damit man 3 Vorteilspunkte bekommt. Damit man 3 Vorteilspunkte bekommt, damit man relativ schnell und relativ gut weiterleveln kann und sich ein paar Zusatzfähigkeiten dazu holt. Ja, aber ich würde sagen, dann machen wir für heute einfach mal Schluss an dieser Stelle. Und wenn ihr Spaß hattet, dann könnt ihr selbstverständlich diesem Video einen Daumen nach oben da lassen, um eurer Meinung Ausdruck zu verleihen. Ich danke schon mal vielmals fürs Einschalten und hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Far Cry 5. Bis dahin, macht's gut!